Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist TanjiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Drogendeals, glaube ich, abgeschlossen. Diamond City Blues oder so hieß die Mission, glaube ich. Also eigentlich haben wir die noch nicht abgeschlossen, aber wir haben die, glaube ich, doch abgeschlossen. Keine Ahnung, ich habe irgendwie eine komische Reihenfolge jetzt. Und ja, Was für wir sind ein schon wieder Durcheinander. irgendwo Jeder anders zu drüber seinem eigenen gestolpert und wurden Kompass. natürlich abgelenkt, ne? Und ja, machen wir weiter, ja. Und der Primus hat nichts hinterlassen, was mir nützlich sein könnte. Das gibt's einfach nicht. Interessante Geschichte übrigens, über die ich gestolpert bin. Ich weiß nicht, ob das schon älter ist, aber angeblich soll in Amerika jemand Bethesda Softworks verklagt haben, weil angeblich das Spiel ihn süchtig gemacht hat und sein Leben ruiniert hat. Der Typ hat angeblich wegen seiner Sucht zu diesem Spiel seinen Job, sein Geld, nee, sein Geld nicht, aber seine Frau, seine Familie, alles verloren. Und sei irgendwie, keine Ahnung, irgendwie an seiner Gesundheit soll auch irgendwie was passiert sein. Hab ich jetzt nur mal so nebenbei gelesen und ja, natürlich. Also ich nehme an, jetzt für den Links hier, für den Terminal. Ja. Ja, genau. Weißt du, da kauft sich jemand ein Spiel und der Typ hatte irgendwie gewusst, dass irgendwie Fallout 4 irgendwie ein hohes Suchtpotenzial hat und ja. Er sagte, aber er dachte, dass es nicht so schlimm wäre. Und hat er irgendwie so eine halbe Million oder irgendwie so als, weiß er nicht, Entschädigung so verlangt. Und ja, damit geht man natürlich irgendwie so, ja, weil nicht an die Nachrichten oder was weiß ich und so. Und die Kommentare, die natürlich da so im Artikel standen, war natürlich, sowas wird doch gar nicht, sowas muss man doch gar nicht behandeln. Das ist doch vollkommen schwachsinnig, so muss zerschreddert werden, wenn sowas bei den Büros von denen ankommt. Und ja, war ich schon ein bisschen selten dämlich. Das ist, als würdest du Drogen nehmen wollen, von denen du denkst, die könnten vielleicht mein Leben ruinieren oder die könnten mich süchtig machen. Aber so schlimm wird das schon nicht sein. Oh, ein Messer. Wenn ich mir das in den Kopf steche, könnte das wehtun. Lass mal herausfinden. Also so eine Logik halt. Jetzt ruhig mal ein bisschen eher auftauchen, ne? Nochmal auf. Zu gut. Der Typ taucht andauernd auf, wenn ich schon meine Gegner hier kaputt gehauen habe. Gibt's doch einfach nicht. War er fertig? Gibt's hier nichts mehr? Gemeinheit. Okay. Warte mal. Will mich dann nach draußen oder in so ein neues Gebiet rein? Wahrscheinlich nach draußen, ne? Verdammt. War noch eine verschlossene Tür, die hätte ich gerne geöffnet. Ah, was soll's. Oh ne, wir kommen sogar irgendwo hin, glaube ich. Hallo, na. Den Schaden bekommt er. Weichpanzer, boah. Jetzt geht der Spaß los. Wow, jetzt kommt natürlich wieder. Heftiger. Dann. So muss das gehen. Halt auf. Ich doch keine Munition verballern, hallo. Gewonnen. Mal wieder.
sind sie nur hin, die Ich hätte mal Bock, irgendwie ein paar Let's Plays von Fallout 4 anzugucken. Habe ich auch mal versucht, aber irgendwie spielen andere Leute das Spiel komplett anders durch und irgendwie regt mich das auf. Weiß ich nicht. Jetzt nicht direkt vollkommen anders, aber die Spielweise stört mich irgendwie. Bei einem Fallout, ne? Open World und so, das ist. Kann jeder spielen, wie er will, ist ja jedem selber überlassen, das ist ja gerade gut an dem Spiel, aber. Was mich immer stört, ist, dass andere immer ihren VRTS so extrems. Ja, oft benutzen. Okay. Also ich benutze, mir ist aufgefallen, ich benutze auch sehr viel öfter VRTS jetzt. Aber ich rede jetzt hier von cool. Nur mit VRTS spielen, also nur. Jetzt habe ich schon, habe ich schon extremst oft gesehen. Auch in Fallout 3. Ist auf hier ein, zwei Let's Player, bei denen ich halt immer geguckt habe. Und ja, der war auch irgendwie so der Meinung, ja, ist nicht so ein Fan von VRTS, benutzt das deswegen nicht so oft. Ja. Das hat mir nur so gefallen. Aber wenn ich jetzt irgendwie hier so Let's Play reinschauen würde, jeder einzelne Schuss, also es werden gar keine normalen Schüsse abgegeben, es wird nur mit VRTS geschossen, also nur. Muss liegen. Einfach so. Okay, ich kann VRTS nicht benutzen, anscheinend, um ihn anzuvisieren. Jedenfalls VRTS. Schuss, Schuss, Schuss. Weiß nicht, da kommt irgendwie so ein Supermutant mit einem Superarmer oder irgendwie so auf einen zu. Die Person rennt die ganze Zeit weg. Der AP-Balken muss ich natürlich noch auffüllen, wenn man wieder VRTS benutzen kann. Was diese Personen dann machen, sind dann immer wegrennen, so lange, bis wieder genug AP zur Verfügung steht. Weißt du, anstatt hier so selber so ein paar Schüsse, so normale Schüsse abzugeben, ohne VRTS, während man von so einem Gegner verfolgt wird, nein, die rennen die ganze Zeit weg und tun, so lange nicht mehr schießen, bis wieder genug AP zur Verfügung stehen. Ach, schon wieder gedacht, okay. Ja, finde ich irgendwie selten dämlich. Ja, die Spielweise kann ich aber überhaupt nicht nachvollziehen. Mein, ja, VTS ist so ein Rollenspielelement von dem Spiel, aber trotzdem, mich stört das irgendwie. Das ist bei jedem Let's Player so. Warte, ich sollte mal vielleicht bei Gronkh vorbeischauen, der spielt das ja auch im Moment. Warum sind eigentlich meine Videos andauernd mit Gronkh irgendwie verbunden? Normalerweise müssten doch in den Empfehlungen rechts von der Seite meine Videos sein, also weiß ich nicht. Wenn ich meine Parts mal so nachgucke auf YouTube, wenn ich die auf YouTube gucke, dann und so gucken, ob die Qualität und also was stimmt und was weiß ich, dann sind immer rechts in den Empfehlungen so Videos von Gronkh. Verstehe ich irgendwie. Da sollten doch eigentlich meine Videos oder so sein, ne? Also ist bei anderen Let's Playern jedenfalls, wenn ich von denen Videos gucke, wo ist ja jemand? Ach man, das ist ein normaler Meierlauf. Keine Ahnung, man guckt sich irgendwie so Part 1 von mir an. Da müsste ja eigentlich rechts in den Empfehlungen Part 2 sein. 3, 4 und so weiter und so fort. Und was zum. Wo kommt ihr auf einmal her? Und in den meisten Fällen sind immer irgendwelche random Videos von Gronkh irgendwie dabei. Weil ich guck mir Part 100 an. Dann sieht man irgendwie, weil ich den 81. Part von Gronkh Fallout 4 das echt. Ja, ich war schon da, verstehe irgendwie nicht. Sollte eigentlich meine Videos in Empfehlungen sein. Verwirrt mich irgendwie so.
Mann, ich dachte, du bist tot, Mann. Worauf wollte ich überhaupt jetzt damit hinaus? Ja, ich sollte vielleicht mal bei Gronkh nachgucken, wie der spielt. Ob der irgendwie auch die ganze Zeit VTS abused oder so. Was? Oh Gott, da, oh. Also, was kann ich mir nicht angucken, das weiß ich nicht. Sofort so ein Ekel bekommen. Oh. Boah, ich weiß noch, in Fallout 3 gab es ja noch. Oh, ich will da hoch. Ja, schon wieder ein Gegner? Was? Wo kommt ihr alle her? Oh Gott. Das war vielleicht nicht so eine geile Idee. Ja, ich verpiss mich nach oben, tschüss. Ich muss mich da oben zu verfolgen. Durch. Oha. So. Gucken, ob du mich hier auch erreichst. Ja, mit dem seinen Schaden mache ich gar keinen Schaden. Au. Oh, der erreicht mich hier. Kommt hier hoch, glaube ich, ne? Ja, bleib du ruhig da. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ach ja, in Fallout 3 gab es auch so Ameisengegner. Die gibt es hier nicht mehr in dem Spiel. So Riesenameisen. Und in einer Quest musste man so eine Ameisenkönigin, was mehr oder weniger so vergleichbar mit den großen Viechern in dem Spiel ist, bekämpfen. Nee, musste man eigentlich nicht bekämpfen, aber jedenfalls war die in so einer Höhle und man konnte theoretisch gegen die kämpfen. Und weiß ich nicht. War so eine Höhle, so ein Gang und die war so um eine Ecke in so ein Räumchen. Wie schön. Und weiß ich. Oh geil. Ja. Oh, bessere Preise. Sehr gut. Und ja. Als man die sozusagen da rausgelockt hat. Als ich so rausgebackt hat, kam die so um die Ecke. Und ja, die hat sich so komisch bewegt, weil der Gang war irgendwie zu klein und hat die ganze Zeit so rumgezuckt und so richtig abnormal, richtig ekelhaft. Und dann irgendwann ist sie, ich habe die so vom Weiten beobachtet und dann irgendwie hat die sich so nach vorne glitscht und war schon so irgendwie so in mir drinne, sag ich mal. Und ja, das hat man, weiß ich nicht, da war voll der Schockmoment für mich. Hat mich so erschreckt und boah, vor allem noch Insektenviecher, ach. Weil da war so ein traumatisches Erlebnis für mich in Fallout 3. So, ein Dach auch noch. So, ich muss aber dich noch erledigen. Das hier, ich muss dich erledigen, aber. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, irgendwas am Leben zu lassen. Gott, mein Gott. Ah, ja, das kommt ja auch noch. So, wie viel Glück habe ich diesmal? Und wo bin ich überhaupt? Hier bin ich. Ja, dieses Mal aber. Bist du hier geblieben? Ja, wie erreicht jetzt, ohne mich selber in der Luft zu jagen? Das ist hier wieder Preisfrage. Wo ist die? Ist auf gleicher Höhe, was? Hallo? Na gut, warte. Und es geht schon wieder los. Oh, ich jag mich noch viermal mit diesem Kackding in die Luft. Ein Viech so zu erledigen wird aber voll nervig sein, weil ich keinen Schaden mache. Soll vielleicht irgendwie meine Skills soll. Warte mal. Müsste doch jetzt eigentlich. Oh mein Gott, echt? Kommt mir irgendwie. Mir kommt es irgendwie nicht so vor, als würde ich mich
Treffen, aber okay. Okay, Planänderung. Ich habe noch was. Und diesmal nehme ich Kronkorken mit, ganz ehrlich. Mehr ab ist das. Doch, komm her. Ja, ich bin irgendwie schwächer geworden bin. Irgendwie mache ich die ganze Zeit gar keinen mehr irgendwie was Schaden, habe ich so ein Gefühl. Was hat Viech, meine Güte? Komm her. Komm her. Hallo? Wo bist du? Legendäres Viech, du kannst potenziell irgendwas Gutes haben. Aber komm her. Kopf hier. Ja, komm. Oh. Ich soll jetzt eigentlich. Schützt du dich gerade oder willst? So, ich sag euch mal, wie andere Leute halt spielen. Oh. Ich wollte noch eine Demonstration machen. Wo waren denn meine AP? Ich habe meine AP gar nicht gesehen unten links. Was ich eigentlich zeigen wollte jetzt hier. So, andere Let's Player. Ihr könnt mich natürlich korrigieren, wenn das nicht so ist, aber das sind bis jetzt alle Let's Player, die ich gesehen habe. So. Ist der Kopf. So. Shoot. 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 Oh. Dann nicht. So, nehmen wir jetzt an, die Person, das Viech wäre noch am Leben. Dann würde ich die ganze Zeit jetzt wegrennen. Bis ich wieder genug AP hätte. Dann würde ich wieder schießen. Anstatt während mich das Viech verfolgt, noch ein bisschen so selber zu schießen. Extra Schaden zu machen. Okay. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil nicht irgendeine Pro-Strategie oder irgendwie so, weil das ist irgendwie selbstverständlich, finde ich. Boah, auf zu bewegen, ich krieg, boah, ich krieg's raus. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem Kampfspiel oder irgendeinem Strategiespiel. Also, dass hier irgendein Wissen ist, oder irgendeine Selbstverständlichkeit ist, die man als Competitive-Spieler oder so wissen sollte oder so. Das ist einfach nur, weiß ich nicht. Ein bisschen Zockererfahrung. Vielleicht mache ich dazu, mache ich ein richtiges Drama raus, aber was soll's. Sollte mir keine Fallout Let's Plays angucken. Fallout 4 Let's Plays habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ich habe in einigen schon mal so reingeschaut, aber sobald irgendeine Person irgendwo hingeht, wo ich noch nicht war oder so, gucke ich das Let's Play gar nicht weiter. Das macht es ein bisschen schwierig bei Fallout 4. Wo zum Teufel ist der Ausgang hier? Ich ja nicht weiß, wo die Person als nächstes hingehen wird, bei der ich gerade Let's Play gucke. Ich bin ja nicht mehr raus, ich bin ja nie wieder raus. So, wie komme ich da? Boah. Oh mein Gott, wie zum. Hätte der das noch kryptischer machen können hier, oder wie? Boah. So, raus hier. Raus hier. Meine Güte, was hier für verzwickte Wege sind, ne? So, warte mal, wo ist denn die Tür, wo ich hier. Jetzt einfach hier raus, tschüss. Keine Lust mehr. Ist auch noch nicht abgeschlossen, das Gebiet hier, aber was soll's. Vielleicht muss ich ja irgendwann nochmal hier hin. Wenn ich alles erledigt habe, werde ich sowieso nochmal durch jedes Gebiet hier nochmal gucken und überall gucken, wo noch nicht abgeschlossen ist, und dann werde ich danach gucken. Ups, Entschuldigung. Und ich werde jetzt nicht zu dieser verdammten Siedlung gehen und jetzt den Siedlern helfen. Ich habe keinen Bock darauf.
Ja. Mache ich, wenn die noch Hilfe benötigen, nach diesem Part machen. Erstmal gucken, welche Siedlung neue Hilfe braucht. Hallo, na. Da, Gwinnett-Brauerei ist abgeschlossen, also perfekt. Country Crossing. Schutz 15, ja, okay. Ich habe irgendwie gelesen, man muss deutlich mehr Schutz haben, als man Essen und Wasser zusammen hat. Also, ich habe mir so angewöhnt, einige Sachen hier so auf 50 zu bringen. Also den Schutz. Weil so viel Wasser und Essen zusammen werde ich bestimmt nicht irgendwo haben. Vor allem, mir bringt das irgendwie nichts. Ich glaube, diese Essensfarm irgendwie ist so dafür gedacht, dass man sich hier auch das Essen irgendwie erntet und auch benutzt, aber ich mach das nie. So, hier seid. Soll ich da vielleicht jetzt noch reingehen? Ich würde ja am liebsten jetzt hier nirgendwo noch reingehen und. Oh Gott! Dann irgendwann. Am Ende ist Patze hier geblieben. Hallo? Sag. Was? Dann würde ich irgendwie am Ende hier die Sachen also einlagern nach diesem Part. Ich trage wahrscheinlich wieder von dem Müll mit mir rum. Okay, danke. Hi, na? Warum lass du von mir weg? Und ja, das weiß ich. Also super Mutanten. Ich höre nicht. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Meine ich. Es ist zu dunkel. Ich kann nichts hören. Das sieht irgendwie sehr verdächtig aus. Sonst könnte da irgendwie ein Bosskampf kommen oder so. Kommt schon irgendwie so ein Riesenviech oder so, ne? Ein super Mutanten-Behemoth. Das Gebiet schreit hier irgendwie so Bosskampf. Vielleicht so unter ein Auto, so brrrrk. Aber anscheinend nicht. Vielleicht später. Mal, wenn ich nach dem Part hier alles einlager, kann ich wieder ein bisschen Müll mitnehmen. Ich kann, glaube ich, noch so 10, 20 Sachen tragen. So. Was? Ja, schon wieder nichts. Der Fernseher ist gerade extrem laut, also hoffentlich, dass gleich nicht irgendein Geräusch hat mich voll zu Tode erschreckt. Was? Scheinwerfer. Ja, ich habe keine Ahnung. Hab die Dinger, werde ich auch nie wieder hier irgendwie nachschauen oder so. In Fallout 3 waren die sind irgendwie nützlich oder so. Man entweder dadurch Missionen oder so bekommen hat oder so. Weil man wenigstens verstehen konnte, was da gesendet worden ist. Also einen kleinen Hinweis wenigstens bekommen.
Ja, sind einfach nur Rauschgeräusche und mehr nicht. Komm ich jetzt hier raus? Da gehen wir aber schon mal zu dem Gebiet hin. Ohne hoffentlich noch von irgendwas gestört zu werden. Und hier sieht's so aus, als wäre irgendwas. Ja. Ich was hören. Ah. Das Geräusch Tschüss. ist, was das sein. Ich mir hänge deine Eingeweide um den Hals. Das ist ja ekelhaft. Ja, jetzt sind wir einfach irgendwo rennen wir zu oder schwimmen wir zu Yangtze, glaube ich. Also die Gegner haben uns hier schon wieder aus den Augen verloren. Ich kann nicht schlafen. Pff, natürlich. Ja, keine Gegner so, oder? Nee. Gut. Dann möchte ich den Part hier gerne beenden und wir gehen dann in der nächsten Folge da rein. Wir machen diese Mission zu Ende. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.